Ja, Petrus scheint kein Freund des Weißenfelser Schloss oder Altstadtfestes, wie es in diesem Jahr heißt, zu sein. Er schickt uns rechtzeitig zum Beginn gestern Abend eine Regenschauer. Ich hoffe, es wird dann doch zum Beginn nachher etwas trockener. Wir freuen uns schon auf ein tolles Orchester, ein tolles Konzert mit Filmmelodien. Aber vorher hatten wir noch einen anderen Termin, nämlich unweit des Marktplatzes gibt es einen neuen Blickfang unterhalb von Schloss Neu-Augustusburg. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an und danach lauschen wir dem Orchester hier hinter mir auf der Bühne. Ja, bevor es losgeht mit dem Weißenfelser Altstadtfest, stehen wir hier im Weinberg, unweit des Marktplatzes. Und da hat sich einiges getan. Nicht nur, dass die Reben wunderbar wachsen, lieber Jens Fischer. Wie ist denn so der Sommer gelaufen für euren Wein hier oben? Also regentechnisch ist jetzt genug, ja. Also jetzt darf es aufhören. Feuchtigkeit ist in der Erde genug. Jetzt brauchen wir noch 4 Wochen schönen Sommer. Das heißt, ihr könnt dann ja zum zweiten Mal schon ernten, oder? Zum dritten Mal. Zum dritten Mal? Zum dritten Mal. Vor Jahr hatten wir ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber dieses Jahr, glaube ich, die Ernte wird gut. Und ihr trinkt ja den Wein nicht alles selber. Ja? Du hast zwar hier schon ein schönes Gläschen dabei, das sind ja alles Weinstöcke, die Leute gespendet haben. Und dafür, dass sie das gespendet haben, bekommen sie ja was, nämlich einen Wein, stimmt? Jawohl, eine Flasche Wein bekommt jeder Pate, der uns mit einem kleinen Obolus jährlich unterstützt. Und der wird heute ausgegeben, dieser gratis Wein. Sehr gut, also da können wir schon mal sagen, sehr zum Wohle. Aber jetzt hat sich noch mehr getan hier im Weinberg. Bisher hat man schön vom Parkplatz mal hochgeguckt, hat gesagt, oh ja, schön, Reben unterhalb des Schlosses, die Mauer wurde gemacht, alles schön. Aber jetzt hat das Ding erst mal so richtig Stil bekommen, nämlich durch Andreas Waren. Der Andreas hat nämlich hier oben ein wunderbares A und den Schriftzug Saale Unstrut hingeschrieben. Andreas, mal so ein kurzes Detailabriss, was hast du hier verbaut? Ja, wir haben hier ein A, was knappe 3 Meter hoch ist, wo wir die Größe erst ermittelt haben anhand einer Holzschablone, um die richtige Dimension zu erwirken. Und später haben wir uns dann überlegt, wir sind jetzt Weinbaugebiet Saale-Unstrut, warum nicht auch der Namenszug darunter? Und Jens, was, 1,5 Jahre haben wir darüber nachgedacht und nach 1,5 Jahren haben wir dann die Buchstaben gelasert, verzinkt, Pulver beschichtet und dann Gerüst aufgebaut und dann alles an die Wand montiert. Und ich denke mal, die Leute freuen sich und bleiben auch stehen, fotografieren und denken, Mensch, es ist mal was anderes, wieder vor Weißenfels. Ja, und vor allen Dingen, jetzt ist ja noch hell. Sieht auch gut aus, aber der Gag kommt meines Erachtens erst, wenn es dunkel wird. Nämlich dann leuchtet auch noch dieser Schriftzug. Ja, da sind wir noch in der Planung mit Jens. Er soll irgendwann auch mal leuchten und vielleicht auch in unterschiedlichen Farben leuchten. Zum Beispiel Weihnachten rot angestrahlt oder im Frühjahr grün angestrahlt. Da muss natürlich noch Strom gelegt werden, Scheinwerfer, Beleuchtung. Das ist dann Baustein 2 der ganzen Arbeit. Da muss die Stadt noch ein bisschen Zuarbeit machen, aber zur Feier des Wochenendes wird es jetzt schon 3 Tage angestrahlt. Sehr gut. Und es hat ja auch noch was Besonderes auf sich, Jens. Nämlich, da steht ja nicht nur das A, sondern steht auch unten drunter Saale Unstrut. Ihr habt ja sozusagen den Ritterschlag jetzt bekommen. Ihr gehört offiziell zum Weinanbaugebiet Saale Unstrut. Also so. Als wir 2015 hier die Idee hatten, Wein anzubauen, da haben uns viele, belächelt. Ja. Genauso ist es. Wird nichts, Nordhang, wird eh nichts. So, und dann habe ich gesagt, lasst es uns probieren. Und dann habe ich gesagt, wir fangen an. Ja. Sieht sehr gut aus. Seit 3 Jahren haben wir auch Ernten. Wir sind ja angetreten und wir haben gesagt, Ernte interessiert uns erstmal nicht. Mhm. Einen schönen Anblick für diese Terrassen, die mit viel Geld restauriert worden sind, aber wo keine Nutzung oben drauf sind. Und wir wollten eben nicht, einen Grünschnitt, der dann irgendwie ist, haben wir gesagt, wir sind Weinanbaugebiet Saale Unstrut, Wein würde passen. Ja, und dann haben wir das angefangen, die Burgwärmer unterstützt, Wahnsinn, vom ersten Tag an, Hilfe mit Spritzmitteln und mit der Pflege, mit dem Rebschnitz, mussten wir alles lernen. Also dass wir sind ja Anfänger. Wir lernen jedes Jahr noch dazu. Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt 3 Jahre schon durch, wir wissen alles, das vierte Jahr, geht immer weiter. Das vierte Jahr belehrt uns eines Besseren. Jawohl.
Also dann würde ich mal sagen, lieber Andreas, lieber Jens, ihr dürft anstoßen, ich als Moderator nicht, auf das schöne neue Zeichen und vor allen Dingen auf eure Aufnahme ins Weinbaugebiet Saale-Unstrut und auf alles hier schön weiter wächst und vor allen Dingen irgendwann mal mehr Fläschchen rauskommen, als dass jeder Spender nur eine bekommt. Ich danke euch. Zum Wohl. Ich begrüße Sie alle hier auf den herzöglichen Weinterrassen. Mein Name ist Gina Maria Gref. Ich war mal amtierende Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut und auch Weinprinzessin von Burg Werben-Kriechau, wo quasi die ganze Weinbaugemeinschaft das hier mit aufgebaut hat, dass hier die Reben unter unserem wunderschönen Schloss erstrahlen und drum kümmern. Tun sich diese netten Männer links und rechts von mir. Und die Dame zu meiner Rechten, das ist unsere amtierende Weinprinzessin von Burg Werben-Kriechau, also quasi ihr Amtsgebiet, weswegen sie heute auch mit hier ist, zu diesem besonderen Tag, denn wir wollen ja dieses wunderschöne Schild einweihen, da die Weinterrassen jetzt offiziell zum Weinanbaugebiet Saale-Unstrut gehören, was natürlich eine große Auszeichnung ist, das spricht für Top-Weine und ich freue mich sehr darauf oder darüber und freue mich jetzt darauf, dass wir alle anstoßen und dann dürfen die Herren gern noch was sagen nach der Einleitung. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Jawohl, danke an alle Baden. Jawohl. Ohne die Unterstützung wäre das natürlich alles nicht möglich.